Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Crash Team Racing Online mit mir. Hallo! Kein anderer da, weil wir aus verschiedensten Gründen keine Zeit hatten, zusammen was aufzunehmen. Deswegen erstmal nur ich als Notprogramm, sage ich mal. Ja, Crash Team Racing soll auch weiterhin auf unserem Kanal kommen. Wie häufig und vor allen Dingen wie werden wir Zukunft sehen. Dieses Video wird für mich sehr schwierig werden, weil Crash Team Racing mittlerweile einige Veränderungen hat, die man hier auch merkt. Vielleicht schon? Naja, gut, es kam also zwischen dem letzten Video und dem hier zwei Patches raus. Einmal Patch 1.05 und 1.07. In beiden Patchen wurden jeweils die Ladezeiten reduziert. Und was allerdings viel interessanter ist, für mich eher schlechter. Irgendwie sind alle Leute ganz schön krass geworden, währenddessen ich. Gut, so krass war ich eigentlich nie, aber sagen wir es mal so, die anderen sind so viel besser geworden, dass man den Crash Team Racing Online nur noch auf die Presse kriegt. Was für semi-gut ist vielleicht. Vielleicht ist es auch gut für den einen oder anderen, aber das hätte ich so nicht gedacht, weil früher habe ich dieses Spiel ja mal gespielt, aber anscheinend bin ich scheiße in dem Spiel. Wenn Rikos das dann anfängt, wird er noch beschissener sein. Und Zellos wird wahrscheinlich eh nicht scheiße sein wie ich. Von daher, wenn wir es dann zu dritt spielen, ist es okay. Als langfristiges Projekt, aber weiß ich nicht. Ich müsste mich hier wahrscheinlich. Ich habe die Sprungtaste gedrückt, aber er macht es nicht. Ich müsste mich hier wahrscheinlich so reinfuchsen und so viel Zeit investieren, um hier wieder einigermaßen konkurrenzfähig zu werden, dass sich das einfach nicht lohnen würde für mich. Deswegen. Also Stand jetzt werde ich das hier als Singleplayer nicht mehr weiterführen, aber Multiplayer wäre ich durchaus gewollt, das ein oder andere Video aufzunehmen. Müssen wir mal gucken, wie das so ist. Die Item-Balance ist in dem Spiel einfach im Moment nicht gut online, was dazu führt, dass der Erste einfach vorne wegfährt und alle anderen können sich abballern und zugucken, wie der Erste gewinnt. Ne? In 1.7 wurde das angeblich allerdings ein bisschen geändert. Ich kann aber nicht sagen, ob es immer noch so ist, weil ich habe das Spiel seitdem relativ wenig gespielt. Weil wenn ich es online spiele, ist es meistens so, ich kriege auf die Fresse und nach 2-3 Rennen habe ich einfach keinen Bock mehr, weil ich dann aggressiv werde und denke mir so, ach schade. Was auch noch dazu kommt, was mich ein bisschen ankotzt, obwohl es mir eigentlich egal sein könnte, sag ich mal, ist die Tatsache, jetzt habe ich es mal geschafft. Ist die Tatsache, dass Activision hier jetzt mal gerade erst in die letzte Runde gefahren und der Erste schon fertig. Also und ich bin nicht so beschissen in Rennspielen, auch wenn das hier wahrscheinlich gerade so aussieht. Aber naja, gut. Nee, was auch ein bisschen kacke ist, Activision hat jetzt scheinbar irgendwie doch dafür entschieden, uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und man kann sich jetzt die Cosmetics auch gegen echt Geld kaufen. Mit 8er kriege ich das ja auch noch ab. Obwohl sie vorher gesagt haben, nein, ihr könnt euch gegen echt keine Bumperfrüchte kaufen. Ich hätte so gern die Trophäe bekommen. Aber da haben sie einfach drauf geschissen und ja. Ihr hört schon, das hat mich ein bisschen genervt, wobei es mir eigentlich relativ egal sein kann. Mittlerweile gibt es auch diese Grand Prix. Das hier ist jetzt der zweite Grand Prix, der erste fand vorher statt, logischerweise. Dieser Charakter hat mir nicht Glück gebracht. Ich wollte eigentlich die Charaktere für die Parts wechseln, dass mal ein bisschen abwechselnd reinkommt. Aber immer wenn ich diese blonde Dame nehme, ich weiß ihren Namen nicht, kriege ich so auf die Fresse, dass ich mir immer denke, das muss doch irgendwie an der liegen, obwohl die gleichen Stats hat wie Coco, ich weiß auch nicht. Und was mich auch noch ziemlich genervt hat in letzter Zeit an diesem Spiel, was angeblich auch nicht mehr so ist, das können wir ja gerne mal über Zeiten überprüfen, ist die Tatsache, dass, wenn man von einem Item getroffen wird, dann hat man ja bei Mario Kart irgendwie so, ich sag mal, 1,5 bis 2 Sekunden, wo man nicht getroffen werden kann. Das gibt's hier nicht und so gesehen ist dann der Erste einfach immer vorne weggefahren. Die anderen haben sich zu Tode geballert und kenne ich noch gar nicht, den Nino als Charakter tatsächlich. Ihr hört, ich war in den letzten Wochen ziemlich verbittert gegenüber diesem Spiel. Ich hoffe einfach mal, dass es noch ein bisschen gepatcht wird, weil sonst muss ich leider sagen, dass dieses Spiel online als nicht arbeitsloser, arbeitender Mensch, der keine Lust hat, dieses Spiel jeden Tag 8 Stunden zu spielen, um gut zu werden, kann man es leider nicht spielen, weil hier einfach so krasse Leute online sind. Diese harte Community und die, ich sag mal, die Casual-Player eher bei Mario Kart bleiben und die harten Typen hier sind und
Ja, das ist, wäre dann oder würde dann ähnlich enden wie bei Mario Kart Wii Online, wo man auch nur gegen Arbeitslose spielt, die seit dem Release Mario Kart Wii spielen. Ja, aber gut. Ich bin noch nicht ganz pessimistisch, dass es nicht... Moment, jetzt muss ich überlegen, wie ich das... Ich bin noch nicht ganz pessimistisch, dass es so bleibt, genau. Insbesondere, wenn ich mit Rikus und Zellers zusammenspiele, ist es ja nochmal was anderes. Weil, hey, dann werde ich ja in jedem Rennen wenigstens Drittletzter. Also, vielleicht wird Zellers manchmal auch Drittletzter und ich bin Zweitletzter. Aber, ja. Nein, Spaß beiseite. Also, ich will dem Spiel eigentlich noch Chance geben, aber im Moment sieht es eher so aus, als hätte Activision es langfristig verkackt. Weil, anstatt sich da mal hier wirklich um diese Probleme zu kümmern, weil das ist jetzt auch das dritte... Oder der dritte Versuch, wo ich dann Online-Rennen starten konnte, weil immer irgendwer rausgeflogen ist. Also technisch ist das wirklich nicht... Wen habe ich denn jetzt? Habe ich Coco? Eigentlich wollte ich Coco. Kann sein, dass es ein anderes Outfit von ihr ist. Ich hoffe es zumindest. Ja, technisch ist dieses Spiel leider nicht ganz sauber. Muss man einfach mal so sagen. Aber gut, jetzt habe ich 6 Minuten mich über dieses Spiel aufgeregt. Aber ja, das musste einfach mal sein. Weil dieses Spiel immer noch so ein Herzensprojekt von mir ist. Und ich dieses Spiel als Kind geliebt habe. Und es ist eigentlich auch ein gutes Spiel. Nur der Online-Modus ist einfach anpassungsbedürftig. Weil man kann nicht einfach das Item-Balancing, was man 1999 in einem Offline-Spiel gemacht hat. Hä, wieso habe ich jetzt wieder verdrückt? Naja, egal. Das Item-System, was man von einem Offline-Spiel 1999 benutzt, kann man nicht einfach 1:1 in ein Online-Spiel aus dem Jahr 2019 aufnehmen. Ich fahre im Moment auch, glaube ich, gerade richtig scheiße. Muss man dem Spiel fairerweise als Entschuldigung geben. Aber das hier ist auch ein Spiel, da ist es noch echt schwierig zu reden und währenddessen zu fahren. Ich weiß, ja, das ist Let's Player, du musst es können, ja, ja, du hast recht. Aber ich krieg's gerade scheinbar nicht hin. Aber immerhin bin ich mal auf Platz 6. Aber wenn ich mir das hier angucke, das Spiel hat echt richtig Potenzial. Das Fahren macht ja auch Spaß und das Driften ist nicht jedermanns Sache. Jetzt hätte mich hier fast diese Kanone erwischt. War grundsätzlich ein nettes Spiel. Ach ja, aber es ist echt so ein Spiel, da muss man wirklich immer wieder dranbleiben und ist man da sofort raus. Was ich leider auch immer wieder merke. Aber man muss ja auch nicht jedes Spiel gewinnen. Man kann ja auch so Spaß haben. Aber ja, ich denke, man kann schon sehen, dass man hier relativ hart reingelockt wird. Ich weiß nicht, wie es bei der PS4-Version ist, beziehungsweise der Xbox-Version, ob da auch Casual-Leute das spielen. Also, ich kriege den Drift nicht mehr, ich bin zu blöd für den Drift. Aber egal, ich bin wenigstens nicht Letzter geworden. Streng genommen bin ich, ja, Drittletzter oder Vorletzter geworden. Wenn man den PC mitzählt oder nicht, ist halt so eine Sache. Achso, aber was sich auf jeden Fall auch verbessert hat, sind tatsächlich die Ladezeiten, denn die waren früher bei ungefähr 40 Sekunden zwischen den Rennen. Ich hatte nach dem ersten Patch mal gestoppt, da waren es 28 Sekunden. Also einfach aus Neugier und weil ich Urlaub hatte und mir langweilig war. Und beim zweiten Patch, ja, habe ich noch nicht gestoppt, aber angeblich haben sie sich wieder verbessert. Wahrscheinlich sind sie jetzt bei 27 Sekunden und 50 oder 27,5 Sekunden. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Sie sind mittlerweile so, dass ich sagen würde, sie sind okay. Also, ja. Könnte schöner sein, weil bei Mario Kart 8 geht es, glaube ich, ja, aber wobei, wenn ich das jetzt mal vergleiche, hat das jetzt hier höhere Ladezeiten oder Mario Kart 8? Ich würde immer noch sagen, das hier, aber gut. Wir wollen das ja nicht nur an Ladezeiten festmachen. So, ich hatte eben Coco, ne? Aber die blauen Haare haben ja auch kein Glück gebracht. Ich muss wieder wahrscheinlich dieses Outfit hier nehmen. Weltraum-Coco. Gut, ja. Prestige-Racing, kleine Arena. Ah, die Map ist sogar ganz cool. Donnerschlag. Ja. Wir schauen mal, also... Oh, jetzt geht's wieder hier mit den Rausfliegleuten los. Das wird wahrscheinlich gleich dazu führen, dass das Rennen nicht startet. Wir schauen einfach mal. Sollte das so sein, dass das nächste Rennen nicht startet, würde ich einfach mal den Part an der Stelle beenden, weil dann dauert es wieder 3-4 Minuten, bis man mal in einem Raum drin ist, wo keiner einen Disconnect hat. Wie das hier genau technisch alles funktioniert, keine Ahnung. Aber wenn das Rennen startet, dann machen wir das auch noch in dem Part hier. Ist erstmal geplant, dass ich diesen Part hier mache und noch einen alleine. Und dann, ja, hoffentlich mit Rikus und Zellos. Würde mich zumindest freuen. Und es startet. Aller guten Dinge sind 3. Genau, wichtig ist, was ich in den ersten Aufnahmen nicht gemacht hatte, dass dieser Drift wirklich perfekt ausgeführt wird.
Man kann den Drift ja dann im Prinzip bis zur Unendlichkeit weiter benutzen. Und wenn der erste vorne wegfährt und nicht abgeschossen wird und die sich in der Mitte bekriegen, kann man sich ja vorstellen. Ja, weiß ich nicht. Es wurde angeblich verändert. Ich hatte auch so ein Video gesehen, wo jemand von der Uhr irgendwie knapp 20 Sekunden betroffen war. Aber es kann auch sein, dass es ein Bug war. Also keine Ahnung. Also Activision muss sich im Moment vielleicht nicht so auf diese Cups konzentrieren. Es muss nicht jeden Monat ein Cup rauskommen, eine neue Strecke. Es würde mich freuen, wenn sie lieber erstmal die Online-Performance und das Item-System erstmal überarbeiten. So die Grundlage und nicht erstmal, oh, wie können wir neue Items rausbringen und jetzt tatsächlich echt Geld verdienen, sondern einfach auch mal ein bisschen die Technik optimieren. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch an der Switch liegt. Ich habe, wie gesagt, nur ja diese Version hier gespielt. Aber das Item-System wird ja zum Beispiel bei der PS4-Version das gleiche sein. Wir können ja nicht ein anderes Item-System für die Switch-Version machen. Wobei das ziemlich witzig wäre. Aber naja, ist ein anderes Thema. Ja, diese Strecke hier scheint irgendwie so eine Strecke für Charaktere wie Kuko zu sein mit Beschleunigung. Ich habe schon alles probiert. Ich habe auch mit Charakteren gespielt, die Höchstgeschwindigkeit haben. Es ist kein Unterschied. Da kriegt man online genauso auf die Fresse, außer man ist, wie gesagt, ein junger Gott. Und genau das meine ich. Man wird hier im Sekundentakt abgeschossen und der Erste fährt jetzt einfach vorne weg. Und ich habe Stand jetzt keine Chance. Es geht nicht. Ich kann dieses Rennen nicht mehr gewinnen. Es ist unmöglich. Ich kann froh sein. Ja, jetzt wurde ich schon wieder getroffen. Wenn ich irgendwie vielleicht Platz 5 schaffe, mehr ist jetzt nicht mehr möglich. Und das ist halt im Moment für mich ultra frustrierend und ich weiß auch nicht, dieses Spiel dann langfristig mich fesseln wird aufgrund der Tatsache, die man hier sieht. Das ist halt so ein typisches Rennen. Ich würde jetzt sagen, ich bin so ein mittelguter Spieler in dem Spiel. Ich bin jetzt kein Profi, aber wenn ihr mittelgut seid, euch wird es genauso gehen wie mir hier in diesem Rennen. Ihr werdet, ja, wenn es alles gut läuft, Fünfter werden. Mehr ist nicht drin und ja. Irgendwer hat schon wieder ein Disconnect. Vielleicht hat das Spiel auch verlassen aus Wut. Weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich muss halt im Moment davon ausgehen. Aber jetzt haben zwei das Spiel verlassen. Das heißt, höchstwahrscheinlich fangen wieder die Disconnects an. Und nach dem Rennen wird es dann so sein, dass ich aus dem Raum rausgeworfen werde. Das werden wir gleich dann wahrscheinlich sehen. Aber ich kann tatsächlich Fünfter werden. Wow. Das wäre die beste Platzierung seit langem. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt schlecht im Rennspiel bin. Aber ja. Es ist halt der harte Kern. Na gut, ich hoffe, das kam mit diesem Video hier, kam jetzt nicht so nur meckern drüber. Also mir macht das Spiel nach wie vor Spaß. Aber es könnte viel besser sein, das Spiel. Ich meine, wir meckern ja immer über die Item-Verteilung in Mario Kart 8, aber wenn ich das hiermit vergleiche, ist sie tatsächlich besser. Weil man dadurch auch von hinten weiter nach vorne kommen kann, zumindest in der Theorie. Also ich hier, wie gesagt, bei eben Platz 5, das war schon. Wow. Das habe ich mich lange nicht mehr gefühlt in diesem Spiel. Vielleicht kann ich Platz 5 auch noch schaffen. Kann ich mich für die Europa League qualifizieren. Aber ich glaube, ja, hier, diese Kurve ist mir ein Rätsel, wie man die nehmen soll. Ein absolutes Rätsel. Letzte Runde. Jetzt erwarte ich eigentlich dann irgendwann in den nächsten paar Sekunden, dass das Rennen in 30 Sekunden vorbei ist. Weil wie schlecht ist denn der Erste, dass er noch nicht im Ziel ist? Ich hoffe doch sehr, dass wir diese Nachricht gleich bekommen. Nein, ich bin ein bisschen böse in diesem Video, ein bisschen sarkastisch, aber es liegt halt einfach daran, weil ich dieses Spiel eigentlich so mag, aber der Online-Modus leider. Platz 5! Tatsächlich 5. Ah, geil! Achso, was auch noch fehlt, eventuell sind irgendwie Cups oder Lobbys und vielleicht eine Punkteverteilung, ein Ranking-System, das alles hat dieses Spiel auch nicht. Und das ist mir persönlich egal, aber wir mängeln auch noch viele. Okay, wieder Platz 6. Und allein wie viele Uhren und das hier alles gesperrt wird, das ist schon krass. Bin ich dem mal zufällig ausgewichen? Kämpfe mit Tobi um Platz 5. Und hab natürlich Pech und fein die Flasche und jetzt bin ich quasi 7. im Prinzip. Und das Rennen ist jeden Moment vorbei. Ja, Platz 7. Also, ich weiß, dass ich nicht der beste Spieler des Spiels in diesem Spiel bin, aber es ist einfach unfassbar frustrierend, so wie es Stand jetzt ist. Muss man einfach leider so sagen. Also in dem Sinne würde ich sagen, ich mache noch ein Part hier nach und danach würde ich es tatsächlich leider erstmal da lassen, nichts mehr aufzunehmen, weil es einfach zu frustrierend ist, alleine. Muss ich leider so sagen. Es ist mega frustrierend. Aber im nächsten Part bin ich nochmal alleine da. Bis denn. Tschüss.